Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag um 19 Uhr gegen den TV Büttenfeld Stuttgart. Ich bitte Robert Andersson zu entschuldigen, der sich in intensiven Videostudien für den Samstag vorbereitet und die Zeit einfach nutzen muss, um die Mannschaft heute Abend vorzubereiten. Ich begrüße René Selk, unseren Geschäftsführer, und Pavel Horak, unseren Halblinken, und bitte dich, René, erstmal noch mal kurz auf gestern zurückzugucken und dann einen Ausblick auf den Samstag zu wagen. Ja, das war natürlich gestern bitter, weil wir uns eigentlich noch mal super in der zweiten Halbzeit herangekämpft haben. Natürlich haben wir den Großteil des Spiels nicht die Leistung auf die Platte bringen können, die wir uns erhofft haben. Die Euphorie und die gute Stimmung und all das, was wir uns gegen Melsung erarbeitet haben, da haben wir uns sehr schwer getan in Lemgo. Über die ersten 40, 45 Minuten haben wir in der Abwehr nicht den richtigen Zug reinbekommen. Die Seitwärtsbewegung haben nicht so in der Schnelligkeit stattgefunden, dass wir gegen die Rückraumschützen uns vernünftig aufgestellt haben. Das hat dann zu vielen leichten Toren geführt, haben es dem Mario auch sehr schwer gemacht, da ein Spiel zu finden. Und somit hatten wir alle wirklich ein Problem, haben uns dann am Ende der ersten Halbzeit nochmal ganz gut wieder rangekämpft, aber haben am Ende ja zwar nochmal wirklich eine tolle Moral bewiesen. Ich denke, das ist das wirklich sehr Positive an dem Spiel, dass wir ein eigentlich fast verloren geglaubtes Spiel nochmal fast zum Punkt oder doppelten Punktgewinn gedreht haben. Aber am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, waren ein, zwei Kleinigkeiten, ja, die dann einfach für Lemgo gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt am Samstag wieder die Möglichkeit, das glatt zu bügeln, und da bin ich mir sehr sicher, dass die Mannschaft da auch wieder eine ähnliche Reaktion zeigen wird, wie sie nach Flensburg es gegen Melsung geschafft hat. Gerade zu Hause wissen wir um unsere Heimstärke, wir wissen, wie wir aufzutreten haben, um dort die zwei Punkte mitzunehmen, und ich denke, das wird auch wieder ein sehr, sehr schweres Spiel für uns, weil Stuttgart natürlich auch hervorragend aufgestellt ist, personell, haben ein paar Verletzungsprobleme, aber trotzdem ist da noch genug Potenzial da, uns das Leben richtig schwer zu machen. Und da müssen wir wieder alles abrufen. Aber ich bin da sehr optimistisch und freue mich schon drauf. Da werden wir wieder ein tolles Handballfest haben. Dankeschön. Danke, René. Pavel, René hat es angesprochen, wir haken das gestern ab. Was muss die Mannschaft anders machen, um am Samstag gegen wirklich eine sehr erfahrene Mannschaft aus Stuttgart zweifach zu punkten? Na, wie man gestern oder wie wir gestern sehen konnten, hat dass das Angriffsspiel eigentlich ganz gut funktioniert, das ganze Spiel. Nun müssen wir uns wieder in der Abwehr steigern, wo wir vor allem in den ersten 20 Minuten nicht zu unserem Spiel gefunden haben und haben uns sehr schwer dadurch getan und ja, den Torhütern auch nicht wirklich geholfen. Und also arbeiten daran müssen wir nicht, das haben wir schon auch in den weiteren Verlauf des Spiels gezeigt, dass wir auch Abwehr spielen können und dass es auch funktioniert. Und da müssen wir einfach weiter die Anbindung finden. Sonst, ja natürlich, wir werden wie immer kämpfen und mit der Unterstützung von Zuschauern sollten wir es auch schaffen, weil das sind sehr wichtige Spiele für uns. So wie gestern, dann auch übermorgen. Und wir brauchen die zwei Punkte und dafür werden wir alles tun. Danke, Pavel. Zeit für Ihre Fragen. Bitte nehmen Sie das Handmikro. Hannes Ries, Handballwoche. Einfach losgehen. Herr Horak, kann man, es wird immer von Abhaken gesprochen, wenn ich in Flensburg spiele beim Meisterschaftsfavoriten und dort verliere, kann ich es abhaken? Kann ich Lemgo als Konkurrenten um die bestimmten Plätze das einfach abhaken? Muss man. Es ist, ja, es ist schon Vergangenheit. Es ist zwar bitter, weil wir uns eigentlich zwei Punkte erhofft haben. Und ich war mir fast sicher, dass wir die auch holen können. Aber das ist schon passiert. Daran können wir nichts ändern. Vor uns steht jetzt das Spiel gegen Stuttgart. Und wenn wir jetzt nicht mit dem kleinen und sauberen Kopf in das Spiel gehen und immer mit Gedanken bei den vergangenen Spielen sind, dann werden wir nicht unsere
stärkste Leistung abrufen können. Herr Klose, Nürnberger Nachrichten. Ein bisschen Abstand zeitlich sozusagen, 15 Stunden, überwiegt immer noch die Enttäuschung oder schon auch ein bisschen stolz darauf, dass man sich nochmal so rankämpfen konnte? Nee, wie gesagt, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich mir eigentlich viele Gedanken vor allem über mein Spiel mache und ich brauche wieder was zum Anfassen. Also ich werde mir noch ein paar Stunden Gedanken machen und dann kommt das erste Training und dann kann man sich wieder hoffentlich beweisen, dass man das Handballspiel gut beherrschen kann. Aber die Enttäuschung, ich glaube, da können wir auf uns selber sauer sein. Aber ja, wir sind eben selber schuld. Aber es trotz allem war auch mehr drin. Und am Ende hat es sehr wenig gefehlt, um noch was Zählbares mitzunehmen. Weiter. Die 4 Tore Rückstand beim 5:9, war das vielleicht im Nachhinein schon der Knackpunkt für dieses Spiel, dass man da den Gegner schon zu weit weg hat ziehen lassen? Ja, normalerweise wäre es so, aber wie man sieht, und es wurde auch öfters beim Handballspielen gezeigt, dass 6 Tore Rückstand noch nichts bedeuten kann oder bedeuten muss. Und man hat auch gesehen, dass Lemgo nicht die deutlich bessere Mannschaft ist. Und dadurch haben wir uns wieder zurück rankämpfen können. Man muss nur an eigene Stärke glauben und das umsetzen können, was man eigentlich oder wofür man sich vorbereitet hat. Hannes Ries nochmal. Herr Selke, Stuttgart ist eine Art Wundertüte, hat Kiel mal eine der Niederlage gebracht und hat jetzt wieder gegen HC, den Bergischen HC, nur knapp gewonnen. Mhm. Sind noch nicht richtig einzuschätzen in der Wertigkeit oder in der Stärke als Gegner? Ja gut, also ich denke mal, wir tun gut daran, auf uns zu schauen natürlich. Wie es Pavel schon gesagt hat, wir wissen, was wir können. Wir wissen, wenn wir 100% konzentriert und mit voller Energie in das Spiel reingehen, dass wir selbst eine Mannschaft wie Melsung schlagen können. Also wissen wir auch, dass wir eine Mannschaft wie Stuttgart schlagen können. Natürlich muss da alles stimmen. Also es gibt keine Truppe in der Liga, wo wir einfach reingehen können und mental sagen, mal schauen, was heute passiert, sondern wir müssen immer brennen. Wir müssen 60 Minuten Vollgas geben und dann haben wir aber auch gegen jede Mannschaft eine gute Chance. Und das werden wir jetzt auch am Samstag haben. Klar, Stuttgart hat einige neue Leute, die sich zum Teil gut, zum Teil noch ein bisschen in Startschwierigkeiten befinden. Klar, Wundertüte würde ich jetzt vielleicht nicht nennen. Es ist schon eine sehr gut bestückte Mannschaft, die definitiv auch das Zeug hat, die Klasse zu halten. Und wo wir, wie gesagt, alles geben müssen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Aber wie gesagt, wir müssen weniger auf den Gegner, sondern viel mehr auf uns schauen, weil wenn wir in der Abwehr so zusammenstehen, wie wir es in der zweiten Halbzeit gegen Melsung gestanden haben, wenn wir unser Angriffsspiel ähnlich gut gestalten, wie jetzt zum Beispiel auch gestern, dann werden wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und ich denke, darauf sollten wir uns konzentrieren. Und wenn wir da die richtige Einstellung auf den Platz bringen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Kann man schon über den Gesundheitszustand von Katsigianis irgendwas sagen? Das heißt, wie lange kann man schon prognostizieren, wie lange er ausfällt? Oder? Ist eigentlich unverändert. Wir hoffen, dass er uns natürlich so schnell wie möglich wieder zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite werden wir jetzt aber auch keinen Schnellschuss wagen und ihn zu früh wieder ins Rennen schicken, weil das hilft weder ihm noch uns, wenn er sich dadurch wieder oder wenn sich dadurch die Sache wieder verschlimmert. Deswegen, wir werden das zusammen mit unserem Ärzteteam ganz genau beobachten und ob das jetzt 2, 3 oder 4 Wochen sind, das werden wir
irgendwann dann in den nächsten 10 Tagen von Tag zu Tag entscheiden, zu schauen, was für ein Gefühl er auch im Training hat. Und wenn wir alle der Meinung sind, es geht wieder, er kann seine Leistung voll abrufen, dann werden wir ihn wieder natürlich auch voll einsetzen. Bezüglich der Zuschauernachfrage kann man da irgendwas sagen? Wird die Halle wieder in Anführungszeichen geschlossen bleiben, das heißt die Vorhänge oder? Die Halle wird geschlossen bleiben, also ich denke, dass sich da in den nächsten 48 Stunden jetzt nicht gravierend was ändern wird, aber ich denke, die kleine Variante, die wir mit den Vorhängen spielen, ist, wenn da annähernd 3000 oder plus Zuschauer drin sind, auch eine von der Stimmung her sehr interessante Variante, die uns da jetzt auch schon viele Siege gebracht hat und auch die Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Melsungen, massiv gepusht hat. Und da hoffe ich natürlich auch wieder drauf. Also da muss sowohl die Mannschaft als aber auch die Ränge wieder Vollgas geben. Aber zu was wir dann imstande sind zu leisten, das haben wir gesehen. Und das brauchen wir natürlich auch wieder am Samstag. Klar. Schlussfrage an Herrn Horak. Sie haben ja nach Ihrer Verletzung so ein Individualprogramm absolviert. Machen Sie das momentan auch oder machen Sie ausschließlich das volle Programm der Mannschaft von mit? Oder machen Sie weiter noch individuell? Ich mache schon seit Sommervorbereitungsanfang alles mit der Mannschaft. Es wird nur meinen Bedürfnissen angepasst, aber es gibt keine großen Unterschiede zwischen meinem Training und dem Training der gesamten Mannschaft. Ja, also gestern ist mir schon sehr ins Auge gefallen, wie es nach der Halbzeit möglich war, so nach 10 Minuten, den Rückraum von Lemko fast völlig auszuschließen, die in der ersten Halbzeit nach Belieben ja fast und den Torhütern keine Chance gelassen haben. Nicht so schlimm war das letzten Samstag gegen Melsungen, aber da war auch erst einmal in der ersten Halbzeit so Lücken in der Abwehr, richtig jene Lücken. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Trainer sich für heute Abend auf die Mannschaft vorbereitet. Wird man da dran vor allen Dingen auch gehen, weil das ist schade drum. Eine zweite Frage, also muss ich einfach anbringen, ich habe heute in Lemko nachgelesen, was da drin steht. Also selbst da steht drin, dass der Stürmerfall vom Teilinger kein Stürmerfall war. Und das war möglicherweise spielentscheidend. Ja, also gut, Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren. Man kann es machen, man kann damit hadern, aber man kann es auch einfach akzeptieren. Ich meine, das war eine 50-50-Entscheidung, die ich auch anders gesehen habe. Aber gut, so ist es halt. Du musst auswärts auch mal den ein oder anderen Pfiff vom Schiedsrichter besser sein, weil den wirst du auch mal auch gerade auswärts gegen dich bekommen. Und da müssen wir uns jetzt nicht dran aufhängen, weil das war jetzt natürlich eine sehr entscheidende Szene, aber dadurch haben wir das Spiel jetzt nicht verloren. Das haben wir uns an anderen Punkten anzukreiden, warum das verloren ging. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigen, sondern sagen, okay, komm, konzentrieren wir uns auf unsere Leistung, dass wir die wieder verbessern, vor allem in der Abwehr. Das ist ja das, was du jetzt als erstes angesprochen hast. Du hast es halt nun mal, dass du einen Moment brauchst, bis du in deinen Rhythmus reinkommst, sowohl die Abwehr als auch der Torwart. Und sobald das einmal richtig greift im Spiel, dann merkst du auch gleich, wie da viel mehr Zug in den Abwehrleuten drin ist, wie der Torwart besser antizipieren kann, weil die Jungs vorne mehr Gas geben. Das war gegen Melsungen ähnlich. Da hat es in der ersten Halbzeit auch nicht richtig funktioniert, in der zweiten dann aber umso mehr. Und gestern war das in den letzten 20, 15 Minuten auch der Fall. Da hat es auch deutlich besser funktioniert. Mario hat einige Bälle gehalten, die Abwehr stand besser, die Rückraumschützen waren so gut wie abgemeldet. Tja, nur da müssen wir natürlich früher ran. Also, dass man eine gewisse Eingewöhnungszeit immer braucht, um ins Spiel reinzufinden, hat man halt mal, aber die muss man natürlich deutlich verkürzen und am besten von der ersten Sekunde an auf die Platte bringen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Das Mikrofon? Ich habe eine Frage zu Göppingen. Wird es da auch wieder einen Bus geben? Weil die Stimmung ist so gut, obwohl wir verloren haben. Also,
Und es ist ja auch nicht so arg weit. Und bei Köppingen, die haben ja auch jetzt so ganz unterschiedliche Ergebnisse jetzt erzielt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man da eine Chance hat. Ist, wie ich schon gesagt habe, wenn wir unsere Leistung, die wir abrufen können, die wir ja auch schon oft genug gezeigt haben, auch gegen Göppingen abrufen, dann haben wir auch dort durchaus die Chance zu gewinnen. Natürlich ist das ein Gegner, ohne jetzt da vorwegzugreifen, weil jetzt haben wir am Samstag natürlich erstmal Stuttgart und da wollen wir jetzt erstmal nicht dran denken, aber auch dort haben wir natürlich die Chance durchaus zu gewinnen, gar keine Frage. Also so gehen wir auch in jedes Spiel rein. Und natürlich werden wir auch wieder den Service anbieten, einen Fanbus und die entsprechenden Karten zu organisieren. Da werden wir aber natürlich noch weitere Infos vorher zu rausgeben, wie der Ablauf ist und wie das Handling funktioniert. Aber damit haben wir so gute Erfahrungen auch schon in der letzten Saison gemacht. Jetzt die ersten zwei Auswärtsspiele haben auch gezeigt, wie du schon angesprochen hast, wie gut die Stimmung auch trotz Niederlagen ist. Wir selber merken in der Halle, wow, da kommt richtig was von den Rängen, also von unseren Fans, ob das jetzt 100 oder 60, 70 jetzt wie gestern waren, die haben richtig Alarm gemacht. Also da kann man sich wirklich nur bedanken und sagen, Weltklasse, dass wenn wir das in anderen Spielen weiter so haben, dann werden wir auch auswärts definitiv Punkte holen. Aber wie gesagt, zu Göppingen werden wir noch zeitnah weitere Infos bekannt geben. Dann noch ein, zwei Informationen zum Spiel am Samstag. Wie Sie selber mitbekommen haben, findet auf dem Messegelände Nürnberg eine relativ große Messe statt. Deswegen würde ich Sie und auch unsere Fans bitten, möglichst frühzeitig anzureisen. Wir werden die Abendkasse wie immer 90 Minuten vor dem Spiel öffnen und auch die Shuttlebusse werden in den üblichen Abständen in Herzogenaurach und in Erlangen losfahren. Ich sage danke fürs Kommen. Und wir sehen uns dann alle am Samstag um 19 Uhr wieder. Vielen Dank.